Aber nicht so überlegen wie gestern, sondern mit lächerlichen 400stel Vorsprung auf Bobby Fischer, dritter Alexis von Wedel, vierter Patrick Weiß, fünfter Peter Hinterer, sechster Robert Wander, siebter Benedikt Weber, achter David Baltes, neunter Gerhard Weiß, zehnter Tom Eismann, elfter Walter Braunstein, zwölfter Matthias Rainer Bander, auf der 13. Dieter Brinthaler. Herr Braunstein, versucht doch einmal. Grüne Flagge wird hinten geschwungen.
kümmern. Pass aus. So, Flagge ist an außen. Ich glaube nicht, dass mit David Kibok jetzt noch jemand die Butter vom Brot nimmt. Und genau in dieser Reihenfolge kommt man ins Ziel herein. Dann hast du noch einen Overdrive. Ja, okay. Kannst also bei 120 in Overdrive gehen und gehst dann so viel, wie du halten kannst. Ja, was du vorerst. Ja, kannst du 250, 350, bisschen loslässt. Aber und wie ist das da vorne? Ist das stabil oder? Das geht. Ja. Das geht. Aber also, solange du Druck hast, ja. 200, 250, dann ist gut. Aber wenn du 200 cruisen willst, das geht. Du musst Schub haben. Ja, da brauchst du einen Heckspoiler. 700 Kilo, die ich wollte. Und 800 Newtonmeter oder was? Oder? 740. Okay. Ja. Du warst gut. Wenn du mal einen richtigen Motor brauchst, dann. Ja. Aber hast du gut den einen, oder? Ja. Du kannst gut zahlen. Ja. Das siehst du nicht alle. Nein, das ist ganz, ganz selten. Ja, das ist ganz, ganz selten. Ja. Ja. Und der Haberer von mir, der hat zwei Harley Davidson. Ja. Ich habe ihm die Fotos gemacht und die werden dann schicken, der zuckt aus. Thank you.
Na, derzeit geht es sich nicht aus. Aber Pöllinger hat die Führung übernommen. Kirchbaum bleibt dritter, neuer Führer. Da Oliver Michel.
Safety-Car-Phase gleich nach dem Start.